Hallo und herzlich willkommen hier zurück zu Secret of Mana, das Remake. So, meine Lieben, es läuft eigentlich ganz gut. Mal abgesehen davon, dass ich halt im letzten Part hier einen Schalter vergessen habe zu drücken, aber das ist ja nicht so schlimm. So, wir müssen jetzt, glaube ich, hier oben wieder lang, war das, ne? Genau. Hier war das lang. Er wurde kritisch getroffen. Das heißt, er ist dann auch gleich platt. Können wir das eigentlich schon leveln? Ich muss da immer so ein bisschen gucken, ne? Ja, können wir schon. Sehr schön. Aber das Leveln geht ja eigentlich auch recht fix von den Waffen. So, hier brauchen wir jetzt die Peitsche. Rüste ich die mal eben aus. So. Und dann das Schwert, damit ich nicht aus Versehen wieder rüberspringe. Aha, jetzt ist da eine Höhle aufgegangen. Alles klar. Es hat also doch seinen Sinn gehabt, dass ich nochmal wieder zurückgegangen bin. So, jetzt ist da eine Höhle aufgegangen. Müssen wir uns merken. Denn da müssen wir dann jetzt durch. Stirb, Ninja! Ach, ich muss sagen, es macht unheimlich viel Spaß, hier Secret of Mana zu spielen. Das ist schon cool. Ich meine, gut, die KI lässt manchmal ein bisschen zu wünschen übrig, wenn die hier an so einer Ecke rumhängt. Aber ansonsten ist es schon recht cool. Und irgendwie weiß ich auch nicht. Also, ich weiß nicht. Ich spiele hier das Spiel und kriege tatsächlich sogar noch Lust, das Original nochmal zu spielen. Stirb doch mal. Na, geht doch. Der Dunkelritter ist weggetreten. Ich finde das immer gut, wenn die weggetreten sind. Boah, 196 Schaden habe ich da gerade gemacht. Und schon wieder. Wow. Also, wenn das mal nicht gut ist, dann weiß ich auch nicht. Kommt um die Ecke. Seid doch nicht so doof. Da hilft echt nichts. So, hier müssen wir jetzt wieder durch und dann den restlichen Weg habe ich vergessen. Ich glaube, das war jetzt geradeaus durch, ne? Genau. So, und dann nicht hier, sondern da drüben. Da muss ich jetzt erstmal hier wieder Platz schaffen. So, der ist platt. Yay, Randy hat Stufe 39 erreicht. Die Waffe von Shiva ist aufgestiegen. Juhu. So, was haben wir denn jetzt hier? Der Thermann wurde kritisch getroffen und irgendjemand ist noch aufgestiegen. Für eine magische Walnuss habe ich auch keinen Platz mehr. Aber das ist nicht so schlimm. Moment, ich muss mal eben gucken. Aber wahrscheinlich hat irgendjemand ein Level abgekriegt, ne? Also mein Schwert ist noch nicht hoch. Da auch noch nicht. Und da ist ja der Bumerang jetzt auf 1. Okay. Das Gefühl, hier geht das schon richtig weiter, ne? Aber was wäre denn dann vorne in der Tür gewesen? Ja, da können wir ja gleich immer noch gucken. Hallo, kommt mit.
Ach, dann nicht. Dann gehe ich halt alleine hier hin. Dann macht ihr halt von da euer Ding. Ich mach das schon. So, lassen wir die Kiste erstmal ein bisschen weglaufen. Ich muss nämlich gleich die Mädels erstmal nachholen. Bist du jetzt platt? Nö, immer noch nicht. Jetzt aber. Todesfalle? Ich bin dem Tod von der Schippe gesprungen. Na, da wird es aber Zeit, dass ich geheilt werde hier. Das war aber fies, ne? Eine Todesfalle. Das ist ja wirklich böse. Aber ich glaube, die Todesfalle hat einen normalerweise wirklich richtig umgebracht. Und nicht noch ein Leben gelassen, also einen TP-Punkt. Deswegen sind Todesfallen ja auch so böse. So, hier müssen wir weiter. Hallo. Und dann sind wir, glaube ich, schon fast fertig hier mit dem Tempel. Wenn mich nicht alles täuscht. Yeah, mein Schwert ist auf Level 5. Sehr gut. I, Shade, will test you. Ob wir ihn besiegen können, fragt er uns. Ja, warum nicht? Ich mach mal so ein Ding da drauf. Ich weiß nicht, ob es irgendwas bringt, diese Zauber. Ich habe immer das Gefühl, die Zauber bringen bei den Bossgegnern nicht so viel. Also hier auch jetzt wieder. Oder ich mache echt immer den falschen Zauber. Aber egal. Ich kann ja draufhauen mit dem Schwert. Und dann passt das. Hey, ich glaube, er wird kleiner, oder? Ich glaube, er wird wirklich kleiner. Oh oh, Shiva. Muss mal heilen. Oh, er ist grün geworden. Er ist grün geworden, oh Mann. Vielleicht braucht man für den ja auch wieder Dingensmagie. Ich mach mal einmal Analyse drauf. So, er hat nur noch 700 TP. Ach, gegen Feuer ist er anfällig. Na, dann wollen wir das doch mal testen. Moment, Moment. Gegen Feuer ist er anfällig. Mal gucken, ob ihm das jetzt wehtut hier. Oh, es tut ihm tatsächlich weh. Oh nein. So, der ist doch jetzt schon platt, ne? Ja, geschafft. Ach, das ging schnell. Wie, kein Orb bekommen? Doch, Lanzenorb. Wollte schon sagen. I am Shade, Spirit of Darkness and Elemental of Mana. Long ago, I was known as King of Mavolia.
the underworld. But I, you have lifted said seal. Take my powers as your reward. Ja, es tut mir leid, ich habe schon wieder zu schnell gedrückt. Ist nicht schlimm. So, wir kriegen jetzt den nächsten Mana-Samen. Oder wir aktivieren jetzt den nächsten Mana-Samen. Das bedeutet, ich kann meine Zauber eine Stufe höher leveln. Yay! Der Mana-Samen und das Mana-Schwert resonieren im Einklang miteinander. So, jetzt können wir wieder zurück. Und da müssen wir definitiv nochmal da gucken. Jetzt sind ja auch keine Monster mehr hier. Müssen wir definitiv noch da gucken, wo die Tür aufgegangen ist. Da ist bestimmt noch eine Kiste. Ist die Musik nicht schön? Da ist eine Kiste. Orb erhalten, Handschuhe. Das dachte ich mir. Sehr schöne Musik. So, ich glaube, wir können jetzt auf den Berg hinauf. Und dann mal gucken, was der Alte uns da so sagt. Moment, ich muss auch noch mal vorher gucken. Ich kämpfe hier gerade mit der Axt. Warum eigentlich? Mit der kann ich eh nichts machen, glaube ich. Die sind ja noch nicht aufgestuft. Wisst ihr was? Ich glaube, wir fliegen jetzt erstmal noch irgendwo hin, wo Watz auf uns wartet, damit wir unsere Waffen einmal alle verbessern können, weil die jetzt alle irgendwie Orbs bekommen haben. Es wird Zeit, dass wir das machen. So, wo war er denn immer so? In der Wüste war er auf jeden Fall. Ich hoffe, er ist da noch. Wenn der da weggegangen ist, dann kriegt er aber Ärger. Nein, er ist noch da. Schön. Schön, dass du noch hier bist. Ja, viele Waffen. So, diese, die nicht. Die Peitsche, der nicht, der auch nicht. Der Dreizack kann verbessert werden. Die Hand kann verbessert werden. Die kann nochmal verbessert werden. Und das war's jetzt, ne? Ne, hier. Okay, das war's aber jetzt. Ja. Sehr gut. Sehr, sehr gut. So, dann gehe ich mal noch eben abspeichern. Man weiß ja nie, wann mich das Spiel wieder rausschmeißt. Ist eigentlich schlimm, dass ich schon so denke, aber es ist tatsächlich One so. Night is 50. Ja, komm, wir gehen auch noch schlafen, dann haben wir noch ein Gespräch wieder. Warum denn nicht? What sort of place is Sprite Village? It's great. I mean, I only just got my memory back, but I'm pretty sure it's great. You'll be home before you know it. Just a little farther. You always know what to say, bro. Thanks. Both of you. You're not usually so sincere. It's like seeing snow in the summer. There's snow year-round in the forest near my home, you know? Don't be so pedantic. So what's gonna happen once we arrive? Are you planning on leaving the group? It'd be a lot quieter around here. I don't know. As your boss, I'm not sure if you'll be okay without me to look after you. Thanks for your concern. We can always decide once we get there. First things first, we need to keep going. Yeah, I hope everyone at home is okay. I'm sure they're fine. Definitely. Thanks, guys. So, wieder eine Plauderei miterlebt.
wir hinken ganz schön hinterher, ne? Also mit den Plaudereien. Ich weiß nicht, wie oft ich da schlafen gehen müsste, damit die nichts mehr sagen. Wahrscheinlich sehr, sehr oft. Oh Mann, oh Mann. So, Spielstand speichern. Ja, wo speichern wir? Wir speichern bei Stufe 37. Nee, doch. Königreich Kakara. Ich weiß gerade gar nicht, wo wir speichern. Ja, speichern wir halt jetzt hier. So, passt schon. Selbst wenn dieser allseits bekannte Fehler auftauchen sollte, jetzt ist es nicht ganz so tragisch, weil, warum eigentlich? Weil wir schon bei 15 Minuten sind, also dann ist es nicht so schlimm. So, ich habe mich übrigens jetzt anders entschieden. Ich werde nicht nochmal zum Schicksalsberg fliegen, sondern ich fliege jetzt erstmal noch woanders hin. Nämlich hierhin. Zur goldenen Stadt. Oh, lande ich jetzt beim goldenen Turm? Das wollte ich nicht. Ich wollte schon in die Goldstadt. So. Okay, schauen wir uns hier mal um. Hier gibt es nämlich auch was zum Shoppen. Und hier shoppen wir jetzt auch. Und ich glaube, dann brauchen wir auch nicht mehr shoppen. Dann ist vorbei mit Shoppen. Dann haben wir, glaube ich, schon das Beste an Ausrüstung. Wenn ich mich richtig erinnere. Ach nee, hier ist der Schmied. Okay. Stimmt, der hat sich jetzt hier eingenistet. Das heißt, hier werden wir jetzt immer auch einen Schmied finden. So, mal schauen. Wo ist denn der Einkaufsladen? Kann ja nicht so weit weg sein. Hier ist das Bett. Also... Der Shop. Hier ist er. Hallo. Jetzt werde ich wahrscheinlich aus allen Wolken fallen. 8800. Lapis Lazuli Armschienen. 1, 2, 3. Kampfanzug. 30.000. Ah. Heilige Macarena. 1, 2, 3. So, jetzt haben wir kein Geld mehr. Für den Entenhelm brauchen wir 11.250. Und dann brauche ich einmal 7.500 für den Drachenhelm. Okay. Come again. Naja, das, was ich habe, kann ich ja schon mal anziehen. Oh Mann. Ich wusste es, dass es teuer wird. Aber ich wusste nicht, dass es so teuer wird. War immerhin plus 61. Also von daher ist das schon ganz gut. Ich glaube, es bringt auch nichts, ihr jetzt hier diesen Bikini zu kaufen. Weil ich glaube nicht, dass das den Anzug hier toppt. Ganz ehrlich. So, ich kann jetzt die Brocken noch verkaufen, die ich hier übrig habe. So wie immer. Dann kann ich mir vielleicht noch den Helm leisten. Also auf jeden Fall kann ich mir dann noch den Helm leisten. Anything else? So, kaufen. Den Helm. Den Drachenhelm. Moment mal. Achso, nee. Ist richtig. Der Entenhelm ist für die beiden Mädels und der Drachenhelm ist für mich. Und jetzt könnte ich mir noch den Entenhelm leisten. Hey, anything dann else? Haben wir ja doch noch alles gekriegt. Come again. Sehr schön. So, für mich ist der Drachenhelm plus 28 plus 28 plus 40. Sag ich ja, das ist dann besser. Plus 34 plus 46. Na also, dann lieber den Entenhelm für die beiden. So, dann waren wir auch schon wieder shoppen. Das ist doch wunderbar. Das können wir wieder verkaufen. Brauchen wir nicht. Anything else? Come again. Und jetzt können wir wieder neues Geld sammeln. Und natürlich speichern, obwohl speichern, na, brauche ich gerade nicht. So, okay, lass mich mal gucken. Was sagst du so? Beyond is the Golden Tower. No one besides King Mammon may enter. Aha, okay. Also ich darf ihn nicht betreten, ja. Ich gehe trotzdem mal gucken. Die Tür ist verschlossen. Okay, dann gehen wir nochmal durch die Stadt und gucken mal,
ob wir jemanden finden, der den Schlüssel hat. Vielleicht gibt es ja hier unten Antworten oder so. Welcome. Not much to see here. It's been too long since I had customers. Mhm, okay. Everyone's moved to the resort up north. I'm jealous. Aha. Im Norden also. Aber da ist doch der Turm. Sind die da echt hingezogen? Oder die meinen was anderes? Das kann natürlich auch sein. So, hier geht's nicht weiter. Aber wir könnten mal hier die Treppe raufgehen. Und dann hier mal rumrennen. Da gibt's bestimmt jemanden, der uns helfen kann. Bin ich von überzeugt. Irgendwo. Ganz bestimmt. Oder auch nicht. Doch, hier, du. The tower at the edge of town used to be known as the Light Palace until King Mammon sealed it. The tower key was stolen by a spy from Taznica, but they caught him before he left Southtown. Never did find that key, though. I wonder what they keep in that tower. Aha. Okay, dann müssen wir erstmal den Schlüssel finden, ne? Für diesen tollen Turm. Den finden wir dann. Den finden wir dann wahrscheinlich in Südstadt. Wartet. Vielleicht bei Mara oder wie sie hieß? Das könnte natürlich sein. Das ist des Rätsels Lösung. Ganz gewiss. Gewiss. Bestimmt. Wie auch immer. So, jetzt ist die Frage: Wo ist Südstadt? Ach, verdammt, wo ist denn jetzt Südstadt? Also das ist ja hier eisig, das ist nicht schön. Das ist Pandora, das hat hier mit auch nichts zu tun. Vielleicht hier. Was ist das? Was ist das? Imperium Südstadt. Na also, da wollten wir doch hin. Da wollten wir doch hin und dann wollen wir auch noch hier oben hin. Wir kommen richtig gut voran. The Empire's troops caught my husband stealing a secret key from Gold Isle. Here it is. I've been keeping it safe in this box as a memento. My husband gave his life for this key. I think he'd rest easier knowing that it wasn't for nothing. Here. It's yours. Don't let the Empire get away with this. Schlüssel zum goldenen Turm erhalten. Yay! So, meine Lieben, aber dann werde ich jetzt an dieser Stelle erst einmal einen Cut machen. Wir sehen uns in einem neuen Part dann bald wieder. Bis dahin. Tschüssi!